Und hier hinten noch was? Laut der Seite wird sich die Platte im Übergang öffnen. Oder bestimmt die Seite es vorher? Spiele ich die Geschichte nur mit? Habe ich eigentlich den schon angefasst? Ah ne, das... abgekerchert. Odin! Profiling. Die Seite erwähnt eine fehlende Platte. Weißt du, wo sie ist, Odin? Von Leidenschaft getrieben. Wütend wie ein Sturm. Dein Großvater wollte sich mit diesem Lied entschuldigen. Bei deiner Mutter, bei Freya und dir. Thor ist wie ein Sturm. Deine Mutter tat gut daran, mit dir zu verschwinden. Auch wenn es deinem Großvater das Herz brach. Und meines. Hör dir das Lied an, Saga. Thor ließ nur eine Platte herstellen. Er bewahrte sie im Museum auf. Odin kennt den Namen meiner Mutter. Er sagt, meine Mutter brachte mich weg, als ich noch ein Baby war. Plausibel. Konzentrier dich. Die Platte ist im Museum. Da wo wir nicht reinkamen. Das Museum war auf dieser Etage? Kann man damit jetzt in jedes Zimmer rein? Bestimmt. Hallo? Verwüstete Hotelzimmer und ruinierte Pools. Die Menge tobte auf der The Old Gods of Asgard Tour. Die Rock'n'Roll-Band Old Gods of Asgard hatte letzt auf ihrer treffend benannten Ragnarök-Tournee durch die größten Städte der USA ein Chaos. Die Band bricht ihre Verkaufsrekorde, ihre Singles stehen an der Spitze der Charts und ihr letztes Konzert in Long Beach, Kalifornien war ausverkauft. Die Fans bewiesen ihre Begeisterung für die verwegenen Rocker, indem sie die Bühne mit spitzen Dessous, schwarzen Rosen und sogar vollen Bierflaschen bewarfen. Die Stars selbst ließen sich davon nicht beirren, sondern nahmen die Verehrung an und legten mit solcher Begeisterung einen Song nach dem anderen hin, dass das Publikum durchatmen musste, um mit den Brüdern Anderson und ihren Bandkollegen mithalten zu können. Die Musiker spielten nach dem Konzert unter anderem in einem Pool, in einer privaten Wohngegend, der geleert und gereinigt werden musste, und in einem Hotelzimmer, das fast auf klassische Art und Weise völlig verwüstet wurde, ganz zu schweigen von der lang nicht bezahlten Rechnung für den Zimmerservice. Die Band entwickelt sich schnell zu einem ernsthaften Konkurrenten für die legendären Rockbands, die vor ihnen in die Hall of Fame aufgenommen wurden. Old Gods of Asgard feiern wie ihr Namensgeber und liefern eine Performance wie keine zweite Band. Besuchen Sie sie auf jeden Fall auf ihrer Tour und werden Sie Zeuge, wie Rockgeschichte geschrieben wird. Bandmitglied der Old Gods of Asgard verstorben. Die legendäre Heavy Rock Band Old Gods of Asgard trauert um ihren begnadeten Gitarristen Bob Balder. Fat Bob, wie er liebevoll und ironisch genannt wurde, starb an den Komplikationen einer schweren Krankheit. Der ruhige Musiker lässt seine Bandkollegen Odin und Thor Anderson zurück und wird schmerzlich vermisst werden, auch von den zahlreichen Fans der Band. Auf die Frage zu seinem Verlust sagte Thor Anderson folgendes: Nimm das Schimpfwort aus meinem Gesicht. Balder ist jetzt in Valhalla, er hat den Krebs heldenhaft bekämpft. Bob war für diese Welt eine zu schöne Seele, fügte Odin hinzu. Was dies für die Band und ihr kommendes Album bedeutet, bleibt abzuwarten. Rockmusik ist die uralte Sprache der Seele, meinte der Leadsänger der Old Gods of Asgard.
Ich treffe mich mit den Anderson-Brüdern von Old Gods of Asgard in der Lobby eines herunterkommenden Hotels irgendwo in der Innenstadt von Detroit. Derzeit auf ihrer Ragnarok-Tour befindlichen Bandmitglieder haben nur einen Augenblick Zeit für einen jungen Journalisten und seine Fragen, bevor sie sich auf den Weg zum Soundcheck für ihr Konzert heute Abend begeben. Wie war der Empfang? Unglaublich, die Fans wissen, worum es uns geht. Sie kapieren den Rock'n'Roll, sie begreifen die Stimmung, sie wissen, dass wir nicht hier sind, um... zensiert. Das ist... richtig. Warum macht ihr, was ihr macht? Lautes Lachen. Ich sehe, du bist neu dabei, Freundchen. Warum tut jemand, was er tut? Für den Ruhm und die Ehre? Für das Geld und den Sex? Oder weil man etwas in sich hat, das zensiert hervorbrechen wird, wenn man nicht anfängt, es zu benutzen? Es ist das Letztere. Das ist eine tolle Antwort. Wie sieht es dann mit der Musik aus? Was fasziniert sie an der Musik? Das sollte wohl ganz klar sein. Das langweilt mich zu Tode, Bruder. Lass uns weitermachen. Sorry, er ist immer so ungeduldig. Als sie aufstehen, um zum draußen wartenden Tourbus zu gehen, drehen sich die beiden Überrocker für ein letztes Zitat um. Musik, besonders Rock'n'Roll, ist die alte Sprache der Seele, Mann. Sie ist in mir, sie ist göttlich und sie kommt heraus wie ein Donnerwetter. Ich dachte kurz, es wäre Dumbledore auf dem Foto. Ja, ich habe auch so ein bisschen, ne? Ein bisschen hätte man das sehen können, also, ne? Wenn man das so vergleicht. Angers Remorse. Das ist sie. Aber sie ist weg. Cynthia hat die Platte. Cynthia hat sie. Sie wird mir sagen, wo ich sie finde. Angers Remorse. Cynthia wird hier gar nichts sagen, glaube ich. Das Cynthia arschig ist. Angers Remorse fehlt. Wer nahm sie mit? Unsere Scham wird zum fahlen Pferd. Oh, Thor. Bruder, Thors Liebe ist in dem Lied zu hören. Und Cynthia möchte ihn damit ruinieren. Sie hat Thor verführt. Vor Jahren bekämpft wie eine kratzende Hexe. Jetzt ist er wieder einer verfallen. Wir verlieren ihn vielleicht für immer. Ein Anderson weniger. Das wird nicht passieren. Cynthia hat Thor im Übergang. Angers Remorse ist der Schlüssel. Ich muss Cynthia dazu bringen, den Standort preiszugeben. Oha. Cynthia hat es auf Thor abgesehen. Warum auf ihn? Kümmere dich um den fiesen Anderson. Sein Herz war gebrochen. Annulliert. Lücken taten sich auf. Es war zu spät. Hat sie aus ihrem eigenen Fall ausgeschlossen. Das Dunkel benutzt Cynthia, um mich von Thor fernzuhalten. Wo ist Angers Remorse jetzt? Aufgeregt wie ein junges, verliebtes Mädchen. Ein Rock'n'Roll-Klischee. Die Schatten erwachten zum Leben. Ein Geschenk. Ein gelegentlicher Todeswunsch. Sie hat die Platte. Ich kann es aus ihr rausquetschen. Angers Remorse. Wo ist sie, Cynthia? Im dunklen Wasser ertrunken. So viele Hände. Das Badezimmer machte ihr Angst. Verkürzt. Sie schrie. Ein Pflegeheim. Die Platte Angers Remorse ist bei Cynthia. In ihrer Badewanne. Ist sie... sieht sie immer so aus eigentlich? Oder... ist schon ein bisschen ekelhaft, die Frau, ne? Oder sieht die nur so aus, weil sie tot ist? Sind ja versuchte, die Platte in der Badewanne zu ertrinken. Funktioniert so nicht. Weil das ist jetzt kein Medium, wo Wasser jetzt viel anrichtet. Hm.
Eine Badewanne, ein Teich, ein See. Es gibt einen roten Faden. Ach, wie rot dieser Faden noch ist. Ist denn hier noch irgendwelche Sachen offen? Null Hinweise, null Hinweise, null Hinweise. Fall gelöst. Ei. Bis später. Fall gelöst. Gelöst. Ah. Ich stelle mir das übelst schwierig vor, ne? Stell dir mal vor, du bist ein übelst krasser Band, so, bist übelst erfolgreich, ne? Und irgendwann ist halt der Zug abgefahren, ne? Irgendwann musst du auch mal kürzer treten. Er ist weg, ne? Hier steht nur noch der Schuh. What the fuck? Ja, und dann bist du, musst du halt kürzer treten, so, ne? Das ist ja eine Shitshow. So, wir speichern mal. Oh. Oh, noch mal einen Schuhkarton. Guck mal, hier haben wir noch. Aufmunitionieren. Rettet dich vom Tod. Erhöht die Qualität und Garantie der gefundenen Ressourcen und die maximale Gesundheit. Hier gab es noch mehr verschlossene Türen, ich weiß das. Wir müssen nur mal kurz gucken. Bordroller ist auch weg. Ist das gruselig. So. Sind ja... Kommen wir hier auch rein? Ich hab doch den Schlüssel. Ah, Rose Schlüsselanhänger. Aber hier waren wir noch nicht drin. Grüß dich. Ich will mich nur etwas umsehen. Ich habe eine Schrotflinte. Also. Beruhig dich. Ich habe gesagt, Sie sollen sich beruhigen, FBI. Was? Man wird nicht nervös oder so. Hintergrundmusik ist auch einfach so schön. Ja, die macht einen gar nicht kirre, die Musik, ne? Ja, finde ich auch. Wissen Sie etwas über den Kult des Baumes? Ja, ja. Wer nach einer Fichte greift, wird in einen Wacholderstrauch stolpern. Blum gehörte zu ihnen. Er ist gestorben. Ich möchte nicht in seinen Schuhen stecken, aber ich mag seine Schuhe. Richtig, ne? Woher wussten Sie, dass Blum Teil des Kults ist? Ja, einem Fuchs gehen nie die Tricks aus. Reiz einen Verrückten und er wird sein wahres Gesicht zeigen. Blum redete gerne. Die Synchro ist immer noch nicht perfekt, obwohl es schon so viele Patches gab, ne? Ganz knusper ist der Typ aber auch nicht. Wir gehen erstmal zu Gale rein. Bevor wir zu Cynthia reingehen. Ich habe das Gefühl, dass bei Cynthia ein bisschen hässlich wird. Ah, er hat jemand auf den Boden geschickt. Der Bau des Pflegeheims Valhalla. Barry Wheeler brach die Old Gods Tournee ab. Abgesagt. Es war vorbei. Er konnte den Gedanken nicht ertragen, dass ihm ein weiterer Kunde wegstirbt. Wheeler gründete mit den Verkäufen ihres Greatest Hits Albums eine Stiftung. Er verwendete das Geld, um eine Pflegeeinrichtung zu bauen. Die alten Männer hatten es verdient. Ein altes Herrenhaus in Bright Falls. Wheeler beauftragte einen Bauunternehmer, der es zu einem alten Pflegeheim umbauen sollte. In diesem Moment fühlte sich Wheeler wohl in seiner Haut. Er hatte ein Herz aus Gold. Kein Grund, sich schuldig zu fühlen.
Wheeler überließ die Arbeit dem Bauunternehmer und kehrte nach New York City zurück. Er hatte seinen Teil getan, es war an der Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Die Bauunternehmer fanden heraus, dass Wheeler für immer weg war. Sie nahmen das Geld und flohen. Als der Herbstregen kam, traten die ersten Lecks auf. Alter, was zum Henker, ne? Oh Mann. Kannst du dir nicht ausdenken. Na gut, Cynthia. Verdammtes Licht. Es bringt nichts, im dunklen Ort zu heulen. Was war, ist jetzt weg. Aber Probleme sehen anders aus. Du kannst im Keller nach dem Generator sehen. Aber pass auf, man weiß nie, wo sich das Böse versteckt. Der Keller. Danke. Muss ich jetzt wirklich... Ah ja, weil die Schließanlage nicht mehr geht, ne? Ach, wie schön. Vor allen Dingen, er ist der scheiß Hausmeister hier. Warum muss ich das machen? Blöder Penner, Alter. You had one job. Ich weiß schon, wie die Nummer ausgeht, ne? Egal, wer hier kommt... Klingt, als würde das Haus Durchfall haben, ne? Ja, wer kommt, ich nagel dich an die Wand, Alter. Und wenn's Rose persönlich ist. Wo gibt's hier einen scheiß Keller? Ich hab doch hier alle Trappen gecheckt. Unangenehm. Wo ist denn hier der blöde Kackkeller? Natürlich komme ich hier nicht durch, ne? Warte mal, hier war noch eine andere Tür offen. Wie schön sich das wirklich anhört, wenn man mit 5.1 Sound spielt, ne? Was für ein Arsch offen oder was? Oh. Maschine. Gut, jetzt gibt es weniger Monster. Weil ich 5000 Mal daneben geschossen habe. Der hat mich voll ins Gesicht geschossen. Guck mal, der hat Blut auf der Nasenspitze. Ich wollte jetzt nicht mit der Dingen schießen, ne, mit der Armbrust, weil wenn ich daneben baller, fliegen die Pfeile halt weg. Ich kann sie nicht wieder einsammeln. Wenn ich sie überhaupt einsammeln kann. So, wir wollten in den Keller. Das Wasser hier so stehen? Da liegt ein Toter. Na super. Warum brauche ich so lange piepen? Scheiße. Ich muss den Strom wieder einschalten. Wer ist es? Und warum hat er ein Messer im Auge?
So viele Fragen. Das ganze Tourzeug, Alter. Ohne Strom ist der Schlüssel nutzlos. Mit Infeld würde ich dann doch lieber auf die Schrotflinte wechseln. Ein Zappeltisch. Seltenstaler Tische. Mach ich hier durch? Bewegt sich nicht. Ein Zettel am Erinnerung, mehr Sicherung kaufen. Viel mehr beschissene alte Geräte brennen immer wieder durch. Lass mich raten, wir haben keine Sicherung mehr da. Ist kein Wunder, dass das Ding Feuer fängt und ausgeht, wenn hier knöchelhoch das Wasser steht. Barry kämpft mit den Künstlern. Wheeler war der Agent eines eines manisch-depressiven prominenten Schriftstellers, Alan Wake. Wake hatte diverse Suchtprobleme am Hals, ein gelegentlicher Todeswunsch. Wheeler hatte schon einiges gesehen. Wheeler zahlte eine Menge Geld für einen guten Psychiater. Er ließ sich davon überzeugen, dass all die Albträume, die er gesehen hatte, bevor Wake sich selbst ertränkte, nur Einbildung waren. Posttraumatische Belastungsstörung. Jetzt hatte er Pillen, um die Schatten aus seinem Schlaf zu vertreiben. Aber die Andersons waren ganz was anderes. Die Albträume begannen sich wieder einzuschleichen. Oder vielleicht lag es an den Drogen in der Luft. Wheeler hoffte, dass es Drogen waren. Drogen in der Luft? Ah, kennt man. Die Andersons waren uralt. Vampire. Nach jedem Auftritt und der anschließenden Party brauchten sie Wochen, um sich davon zu erholen. Und das taten sie nie ganz. Jedes Mal erwartete Wheeler, dass sie abkratzen würden. Irgendwie, ne? Oh. Ach, wäre das was, wenn meine Ding jetzt nicht voll wäre. Wäre es auch natürlich blöd, dass ich erst den anderen Scheiß eingesammelt habe, ne? Oh. Kann ich reingehen? Ah. Kann ich das von hier aus machen? Nee. Emmett besessen. Emmett Elwood hatte genug. Sein ganzes Leben lang war er von denselben engstirnigen, unhöflichen und ignoranten Leuten in der Stadt umgeben gewesen. Ihr endloses Getratsche. Ihr in der Nase bohren. Sie kauten mit offenem Mund. Sie waschen sich nicht die Hände, nachdem sie die Toilette besucht hatten. Sie fassen Dinge an. Sie fassen alles an. Die Welt ging den Bach runter. Er hatte Tag für Tag beobachtet, wie all die schönen Dinge im Leben in Bright Falls verdorben und für immer ruiniert wurden. Es würde eine gerechte und schreckliche Abrechnung geben. Emmett hatte sich viele Male ausgemalt, wie er sie dafür bezahlen lassen würde. Er hatte seine Wut liebevoll gehegt und gepflegt. Er ließ sie immer heißer werden. Jetzt waren sie offen zutage getreten. Hässlich und sabbernd griffen sie mit ihren ungewaschenen Händen nach ihm. Er würde sie niederschlagen. War Emmett der Typ an dem Funkgerät? Ich weiß es gerade nicht mehr, ne? Rose, die Ersatzsicherungen sind jetzt unter Verschluss, weil jemand, Arti, sie ständig klaut. Der Code ist in der Waschküche. Mein Gott. Blub, blub, blub. Kackige Geblubber, ne? Die ganze Zeit. Der Strom ist aus.